Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Food-Test heute auf dem Kanal. Ich probiere jetzt mal wieder 2 Videos am Tag hochzuladen. Mir geht es immer noch nicht gut, aber ich weiß jetzt zumindest endlich mal so in Richtung, was ich habe. So eine Art chronischer EBV-Infekt, beziehungsweise chronischer EBV ist in meinem Körper. Und es geht halt ziemlich auf den Kopf und aufs Herz, ein bisschen aufs Herz, ziemlich auf den Kopf, auf die Psyche bei mir. Und ja, aber trotzdem probiere ich jetzt langsam da mehr wieder reinzukommen, 2 Videos am Tag zu machen. Wir starten heute mit dem 12 Uhr Video von der Marke Köln mit den knusprigen Haferkissen Classic. Bam! Halt, mir geht es immer nicht gut, aber ich probiere es mal. Mal schauen, wie es funktioniert. Mit 30% weniger Zucker. Alles in so einem beigen Ton gehalten. Links und rechts ziemlich lila. Finde ich ganz cool. Ohne Füllung. Also wir haben hier keine Schokoladen oder sonst was Füllung. Finde ich auch cool. Zwar geschmacklich jetzt nicht, aber rein für den Körper. Und 70% Vollkorn. Auch sehr wichtig und richtig. Ja, bitte Leute, wenn ihr Getreide isst, am besten Vollkorn. Klar, mal zum Naschen oder so ist okay, aber ansonsten einfach nur Vollkorn. 300 Gramm haben wir drin. Qualität seit 1820. Natürlich werden alle Zutaten für Köln Haferkissen nach besonders hohen Qualitätsmaßstäben ausgewählt und verarbeitet. Mit all dem Wissen und der Erfahrung, über die wir seit 1820 verfügen. Sollte es dennoch einen Grund zur Beanstandung geben, bitten wir Sie um Zusendung der Originalpackung unter Abgabe der Blablabla. Okay, 30% weniger Zucker. Zu einer bewussten Ernährung gehört auch der sorgsame Umgang mit Zucker. Ja, sehr wichtig, deshalb 30% weniger passt. Und 70% Vollkorn. Hafer ist ein klassisches Frühstücksgetreide. Der Vollkorngehalt in Kölner Hafergießen stammt aus feingemahlenen Hafer, dem sogenannten Hafer-Vollkornmehl, das aus dem ganzen Korn einschließlich Keim- und Randschichten gewonnen wird. Auch sehr wichtig. Köln Hafergießen Klassik enthält von Natur aus Zink, Eisen, Magnesium, Thiamin. Auch sehr wichtig fürs Herz, ohne Anreicherung mit Vitaminen und Mineralstoffen, ohne Aromen, vegan und ballaststoffreich. Sehr gut, schauen wir, wie viel Ballaststoffe. Hier haben wir noch eine Zutat, cool, für Blumenkohl-Wings, also mit Blumenkohl, cool, kann man echt mal probieren. Interessant, müssen wir uns jetzt nicht durchlesen. Hier Haltbarkeit, bla bla bla. Aus Hafer von Herzen. Unsere Geschichte beginnt vor 200 Jahren. Ein tüchtiger junger Mann namens Peter Köln errichtete am Hafen eine Hafermühle, um die Elsholmer Seefahrer mit Proviant zu versorgen. Wieder was gelernt. Ja, ein Familienunternehmen sind wir noch heute und noch viel produziert unsere Mühle vielerlei aus Hafer mit dem Wissenauslange, bla bla bla. Zum Beispiel Köln-Hafer-Kissen, sie schmecken herrlich getreidig, sind ungefüllt und weniger süß im Geschmack mit kalter Milch oder unserem Köln-Haferdrink, mit Joghurt oder einfach als purer Snack zum Knabbern zwischendurch. Cool! Nee, wirklich. Also Leute, das ist mal was, was man frühstücken kann bis jetzt. Deshalb kommen wir jetzt endlich zu den Nährwertangaben. Ah, und natürlich hergestellt und vertrieben von der Peter Köln GmbH und Co. KGaA in der Westerstraße 22 bis 24 in Elmshorn. Schöne Grüße natürlich an alle aus Elmshorn. So, jetzt aber Nährwertangaben hier 100 Gramm. Wir haben eine Energie von 1605 Kilojoule bzw. 381 Kilokalorien. Passt soweit. Fett 5,7 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 1,0 Gramm, passt. Kohlenhydrate 65 Gramm, davon Zucker 15 Gramm. Ja, ist meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu viel, aber wenn man es vergleicht mit den ganzen anderen Müsli und so, was es gibt, ist es echt in Ordnung. Ballaststoffe 12 Gramm Ballaststoffe, sehr geil. Eiweiß 11 Gramm, Salz 0,76 Gramm, bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Thiamin 0,30 Milligramm, Phosphor 463 Milligramm, Magnesium 208 Milligramm, Eisen 4,3 Milligramm und Zink 2,9 Milligramm. Ne, soweit auf jeden Fall in Ordnung. Vor allem noch mit Magnesium ist cool, Zink ist cool, Thiamin ist auf jeden Fall cool. So, dann kommen wir mal zu den Zutaten, da bin ich gespannt. Wir haben Vollkorn, Hafermehl 70%, geil. Vollkorn, Hafermehl 70%, super. Dann haben wir Zucker, Weizenkleie, nochmal Weizenmehl extra, Gerstenmalzextrakt, Glukosesirup, Backtriebmittel, Kalium, Hydrogencarbonat und Speisesalz hinzugefügt ist. Ja klar, um den Geschmack noch ein bisschen zu pushen und für die Konsistenz. Ja, ich gebe hier jetzt für ein Frühstücksgetreide. Ihr wisst, ne, alles am besten nur Sachen, die ich mit einer 1 bewerte, kaufen, weil da gibt es von mir immer eine bedingungslose Kaufempfehlung. Das kriegt von mir für Frühstückszeug eine 3+. Es ist knapp eine Gesundheitsempfehlung. Der Zucker ist mir noch ein bisschen zu hoch. Klar, Speisesalz ist unnötig hinzugefügt. Glukosesirup auch sehr unnötig. Aber es ist halt, man muss den Vollkorn-Hafermehl hervorheben. Und deshalb eine 3+. Kriegt von mir eine Gesundheitsempfehlung, aber eine knappe. Und da gibt es noch bessere Alternativen. Und ja, so viel zur Gesundheit. 3+. Aber ne, ihr wisst, bei mir, das heißt trotzdem nicht, dass es absolut jetzt gesund für den Körper ist. Es ist einfach nur nicht so ungesund, sagen wir es so. So, jetzt, wir machen das Ganze jetzt mal auf.
Okay, wir machen es nicht so auf. So. Süß, das sind die Haferkissen. Hauen wir uns mal ein bisschen in die Schüssel. Boah, schauen tatsächlich relativ appetitlich aus. So, dann natürlich mit Milch. Ich probiere mal einen so. Kann man ohne Probleme so essen. Sogar ziemlich lecker. Aber ich probiere natürlich trotzdem noch mit der Milch. Mit der guten, ungesüßten, leider zwar gerösteten, aber ungesüßten Mandeldrink. So, schauen wir mal. Lass mal kurz einweichen. Kann man voll machen. Sogar noch der Zucker ist sogar fast noch zu viel. Also voll okay, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, ehrlich. Top, 11 Gramm Ballaststoffe, mega gut für den Darm. Oder für die Darmbakterien. Geil, Leute. Geschmacksnote. Kann man easy essen. Also wirklich, ich habe sie mir richtig fade und sonst was vorgestellt. Kriegt eine 1-. Leute, Gesundheitsnote 3+, Geschmacksnote 1- für die Köln knusprige Haferkissen Classic. Lasst euch nicht abschrecken von diesem faden Eindruck. Kann man echt essen. Klar, wer jetzt nur süße Cornflakes oder so gewohnt ist, ist was anderes. Aber kann man wirklich essen. Es gibt natürlich noch gesundere Frühstücksalternativen, aber es ist okay auf jeden Fall von Köln und vor allem Vollkorn halt. Also ihr tut eurem Darm noch was relativ Gutes. Ja, kann man essen. Leute, das war's mit den Köln Haferkissen Classic. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns, wenn alles gut läuft, heute Abend wieder. Ansonsten werde ich das andere Video morgen machen. Immer schnell bleiben, immer schon gesund bleiben, niemals aufgeben und bis dann. Ciao, ciao.